Heute fallen mal die Hühner durch die Gegend, ohne dass wir eine Vermietung haben. Und zwar habt ihr im letzten Video gesehen gehabt, dass es ein Altenheim storniert hatte. Das haben wir erstmal die Hühner bei uns zu Hause aufs Grundstück getan. Einfach, dass sie näher bei uns sind, dass wir sie ein bisschen kontrollieren können, weil die ja doch recht viele Milben hatten. Jetzt sind inzwischen die Milben alle weg, nachdem wir jetzt ungefähr eine Woche hier waren. Deshalb bringe ich jetzt da, wo auch alle anderen Miethühner zwischengeparkt sind, wenn sie gerade nicht vermietet sind. Viel Spaß euch dabei. So. Dann bauen wir mal als erstes den Stall ab. Das ist ganz simpel, dass ich das genau so mache. Und zwar liegt es daran, dass wenn ich hier die Hühner habe und so, die Hühner möglichst spät einfangen möchte, damit sie dann halt möglichst spät einfangen möchte, damit sie dann möglichst kurz in ihrer Transportbox sind. Und dann baue ich auch als erstes den Stall auf und setze sie dann rein, wenn ich die woanders wieder aufbaue, damit sie dann wieder schnell aus der Transportbox raus können und aus ihrem Stall heraus in den Auslauf gehen und somit wissen, wo ihr Stall steht. So, ich habe noch ein Ei gefunden, das bringe ich gerade weg und dann mache ich hier mal weiter. So. Wenn ihr wissen wollt, wie genau wir die Stelle hier aufbauen, dann könnt ihr mal in das Tutorial vom Stallaufbau reingucken, was ich mal gemacht habe. Das verlinke ich euch natürlich dann oben in der Infobox. Ja. So. Ich baue den Stall jetzt erstmal komplett auseinander. Dann nehme ich euch hoch, damit ihr sehen könnt, in welche Reihenfolge ich wie einlade, damit das alles perfekt da reinpasst. So. So, als erstes hole ich immer die Kotwanne, kommt hier schön in die Ecke und dann hole ich jetzt die Palette. So, dann kommt als nächstes die Palette mit Deckel, Einlegboden und halt der Teichfolie, damit nichts nass wird. Die passt hier gerade so neben ran. So, Deckel oder Seitenteil vom Stall. Einfach hier drauf und dann kommt da noch der Zaun und die Tür drauf. Und dann ist das schon ganz gut eingeladen. So, der Unterstand fürs Futter, der kommt dann hinten aufs Kotgitter mit drauf. Dann tun wir den Futterspender mit dem Grit ins Legenest rein, das hier neben dran und hier vorne das Bimetetris, wie wir lustig sind. Normalerweise würde jetzt hier noch die Box mit Futter und so hinkommen, weil die aber immer noch für uns versorgt werden müssen, brauchen wir das gerade nicht. Und dann müsste ab und zu, je nachdem, wie habt ihr beim letzten Mal vielleicht auch schon gesehen, hier neben dran noch die Kieselkuhspritze hin, aber die brauchen wir heute auch nicht. Weil der Stall hat schon ordentlich Käsegur abbekommen. Jetzt die Hühner dran mit einfangen. Dafür hole ich mir gerade noch den Papa zur Hilfe. Als es weit geht, das deutlich einfacher. Da habe ich auch schon ein Tutorial-Video gemacht. Infobox, ne?
So, den Zaun hier, den lege ich immer so zusammen, dann rolle ich ihn auf. Und nehme mir dann so eine Schnur und bind den zusammen. Na, so, jetzt habe ich's. So, wie man hier sehen kann, ist jetzt die Hühner da hinten hinter die Palettenbox gekommen. Die Tür und der Zaun sind jetzt oben drauf. Und jetzt kommt ganz zum Schluss noch die Sitzstangen auf den Zaun drauf. Was die Ladungssicherung angeht, habe ich den großen Vorteil, dass das Auto hier schon ab Werk ordentliche Zugpunkte hat. Das heißt, ich nehme eigentlich immer nur einen Gurt, den ich hier rüber ziehe einmal. Um den Stall ein bisschen vor Aufdröseln und Verrutschen zu sichern. Ziehe ich dann immer einmal so diagonal hier rüber. Beim Sichern immer darauf achten, dass der Gurt nicht verdreht ist. Dann lege ich ihn hier ein. So. Dann mal kontrollieren, der Gurt hängt gerade. Auch hier das gleiche gucken. Hier durchfädeln und festratschen. Ganz simpel. Dann würde ich heute auch das Video wieder beenden. Einfach weil ich jetzt noch rüberfahre, das Netz aufbaue und ihr das ja erst vor kurzem gesehen habt. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich habe es euch nochmal in der Infobox verlinkt, so wie ich dieses Video schon einige Videos verlinkt habe. Ich hoffe dann, dass ihr noch den Kanal abonniert und vielleicht noch Bock auf einen Kommentar oder ein Like habt und bei den nächsten Videos wieder dabei seid.